Unendlich groß ist die Vielfalt der Natur. Tausende von Tierarten beleben unsere Fluren und Gewässer. Vögel mit dichtem Federkleid, Säugetiere im Fellmantel, bunt und auffallend oder schlicht und in Tarnfarben. An Größe und Form, an ihren Farben und ihren besonderen Merkmalen können wir die wildlebenden Tiere zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterscheiden. Doch wer kennt schon alle Tiergattungen und ihre verschiedenen Arten? Wer weiß schon von allen, wo sie vorkommen und wie sie leben? Dazu braucht man so etwas wie einen Steckbrief. Diese Filmserie liefert Ihnen den Steckbrief Natur. Gamswild, Steinwild und Muffelwild zählt zu den sogenannten Boviden. Das sind, etwas vereinfacht gesagt, Hornträger. Im Gegensatz zu den Hirschen, den Cerviden, die Geweihe tragen. Was ist der Unterschied? Geweihe werden jedes Jahr abgeworfen und wachsen wieder neu. Hörner werden nie abgeworfen. Sie wachsen ein Leben lang. Das haben alle drei in diesem Film beschriebenen Tierarten gemeinsam. Gemeinsam werden sie auch von den Jägern zum Schalenwild gezählt. Unter diesem Begriff werden alle Paarhufer zusammengefasst. Die Hufe oder Klauen nennt der Jäger Schalen. Und zum Haarwild gehören alle drei Arten ohnehin, im Gegensatz zu den Vögeln, dem Federwild. Und alle drei Arten sind Wiederkäuer mit dem für diese Tierarten typischen Gebiss. In einigen Punkten unterscheiden sich Mufflons vom Gamswild und vom Steinwild. Gämsen und Steinböcke haben gemeinsam als Lebensräume Hochgebirgsregionen und sind hervorragend an die dort herrschenden rauen Klimaverhältnisse angepasst. Sie gehören zum ziegenartigen Wild, während Mufflons Wildschafe sind. Vor allem aber, beim Gamswild und beim Steinwild tragen nicht nur die Böcke, sondern auch die weiblichen Tiere, die Geißen, Hörner. Gamswild kommt nicht nur in den Alpen, also auch in Deutschland vor, sondern auch in den Pyrenäen, in der Hohen Tatra, den Karpaten, im Balkan, Kaukasus, den Apenninen und Abruzzen. Es wurde auch in Mittelgebirgen wie dem Schwarzwald, Elbsandsteingebirge, Riesengebirge, Vogesen eingebürgert. In manchen Hochgebirgen lebt Gamswild teilweise das ganze Jahr über oberhalb der Baumgrenze. In den deutschen Alpen hält es sich im Sommer gewöhnlich in den Hochlagen auf und wechselt im Winter in tiefer gelegene Wälder oder an sonnige Hänge, von denen der Schnee abweht. Es gibt auch die sogenannte Waldgams, die in den Wäldern der Vorgebirge heimisch ist. Historisch betrachtet ist der jetzige Hauptlebensraum eigentlich ein Rückzugsgebiet. Im Sommer äsen die Gams vorwiegend Gräser und Kräuter auf den Bergmatten. Im Winter müssen sie mit trockenem Gras als eine Art Naturheu Vorlieb nehmen.
Aber sie machen sich dann auch über die Knospen von Sträuchern und Laubbäumen her und sind deswegen in den Wirtschaftswäldern nicht allzu gern gesehen. Gamswild tritt meist rudelweise auf. Die Geißen bilden mit ihren Kitzen und den Jährlingen, die noch nicht geschlechtsreif sind, sogenannte Mutterfamilien, die sich dann in Rudeln zusammenschließen. Auch die jüngeren Böcke bilden im Sommer kleinere Rudel. Gams haben einen ausgezeichneten Geruchssinn, aber sie sehen auch sehr gut. In der Jägersprache heißt das Äugen. Vor allem aber sind sie gute Bewegungsseher. Das bedeutet, dass sie stillstehende Objekte nicht besonders gut wahrnehmen. Deshalb kann man sich ihnen bei der nötigen Vorsicht ziemlich weit nähern. Sie springen dann zwar zögernd ab, bleiben aber immer wieder stehen. Diese Orientierungspausen nennen die Jäger in den Alpen Standerl oder Haberl. Wenn eine Gams das Gefühl hat, es könnte für sie gefährlich werden, stößt sie als Warnlaut einen Pfeifton aus und stampft mit den Vorderschalen auf. Ansonsten beschränken sich ihre Lautäußerungen zur gegenseitigen Verständigung auf ein leises Meckern. Im Übrigen fühlen sie sich in ihren Bergregionen ziemlich sicher. Und weil sie in ihrem Lebensraum im Wesentlichen unbehelligt bleiben, sind sie in erster Linie tagaktiv. Nachts ruhen sie von ihren Kletterpartien aus. Sie gewöhnen sich auch schnell an immer wiederkehrenden Betrieb, zum Beispiel an Wanderer zu den Hütten, sobald sie wissen, dass davon keine Gefahr ausgeht. Deshalb kann man sie mit einem guten Fernglas leicht beobachten oder mit einem langen Teleobjektiv gut fotografieren. Stören, also in ihr Terrain eindringen, sollte man aber keinesfalls. Auch Gams wechseln zweimal im Jahr ihr Haarkleid, im Mai und im September. Das Sommerhaar ist relativ kurz und gelbbraun mit einem dunklen Aalstrich auf dem Rücken. Im Herbst wird das Haar sehr dicht und lang und fast schwarz. Beim Gamsbock wächst dann auf der hinteren Rückenpartie auch der sogenannte Gamsbart. Lange Haare, die vorsichtig am erlegten Bock gerupft werden, als beliebte Trophäe der Jäger. Unverwechselbar sind Gams an ihren auffälligen helldunklen Gesichtsmasken zu erkennen, am sogenannten Zügel. Einige Exemplare sind im Gesicht ganz schwarz, eine Farbabweichung, die Biologen Melanismus nennen. Jäger bezeichnen solche Tiere als Kohlgams. Die Hörner von Böcken und Geißen werden in der Fachsprache als Krucken bezeichnet. Diese Hornschläuche sitzen wie bei allen Boviden auf Stirnzapfen. Sie sind oben nach hinten gehackelt, und zwar bei den Böcken stärker als bei den Geißen. Deren Krucken sind etwas flacher gekrümmt, sie sind dünner, aber häufig ebenso lang wie die der Böcke. Im Prinzip ist die Form der Krucken ein Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter, aber kein sehr sicheres. Hier sieht man den Aufbau und die Entwicklung einer Krucke und wie sie auf dem Stirnzapfen sitzt. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Krucke in den ersten 5 Jahren am stärksten wächst. Danach beträgt der Zuwachs nur noch Millimeter. Deshalb eignet sie sich außer in den ersten 4 Jahren auch kaum zur Altersbestimmung des lebenden Tieres. Erst am erlegten Tier kann man genau nachzählen. Im November und Dezember ist Gamsbrunft. Zwischen etwa gleich starken Böcken kommt es häufig zu erbittert ausgetragenen Rivalenkämpfen. Dabei versuchen die Gegner, sich mit ihren Krucken zu hakeln. Der Sieger treibt die von ihm auserwählte Geiß, bis sie paarungsbereit ist. Während dieser Zeit schwillt die hinter der Krucke liegende Brunftfeige der Böcke stark an und sondert ein unangenehm riechendes Sekret ab. Es dient zur Markierung des Einstandes. Die Tragzeit des Gamswildes dauert im Schnitt 25 Wochen, sodass die Setzzeit in die Monate Mai und Juni fällt. Schon bald nach dem Setzen erscheint die Mutter mit dem Kitz, das ihr von Anfang an folgt, wieder beim Rudel. Wenn sie etwa 4 Wochen alt sind, schließen sich die Kitze zu Jugendrudeln zusammen, sinnigerweise Kindergärten genannt.
Übrigens nehmen die Geißen nicht jedes Jahr an der Brunft teil. Auch das haben sie mit dem Steinwild gemeinsam. Steinböcke und Geißen gehören wie das Gamswild zu den Wildziegen. Es sind sogar Kreuzungen mit Hausziegen möglich, was die enge Verwandtschaft zeigt. Steinböcken wurde wegen bestimmter Innereien, die als Heilmittel galten, jahrhundertelang unverhältnismäßig stark nachgestellt, sodass dieses schöne Hochgebirgswild vor 150 Jahren fast ausgestorben war. Aus Restbeständen im italienischen Gran Paradiso wurde Steinwild zu Beginn des 20. Jahrhunderts im serbisch-kroatischen Raum, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland wieder eingebürgert. Der Bestand in den deutschen Alpen aber ist klein, nur wenig mehr als 200 Tiere. Er beschränkt sich auf das Berchtesgadener Land, das Inntal, die Benediktenwand. Bei uns ist Steinwild ganzjährig geschont. Im Sommer hält sich das Steinwild vor allem in den oberen Felsregionen auf. Wie das Gamswild sind auch Steinböcke und ihre Geißen außerordentlich geschickte Kletterer. Im Winter zieht es sozusagen eine Etage tiefer, nämlich bis an die Waldgrenze herab. Im Sommer besteht die Äsung im Großen und Ganzen aus Gräsern und Kräutern, im Winter nagt das Steinwild auch holzige Triebe ab. Steinwild ist kaum mit einer anderen Wildart zu verwechseln. Sichere Erkennungsmerkmale sind der tonnenförmige Rumpf auf kurzen, stämmigen Läufen und das relativ kleine Haupt. Und dann natürlich die Hörner, leicht nach hinten außen gebogen. Zwar tragen beide Geschlechter solchen Hauptschmuck, aber bei den Geißen werden sie nur 15 bis 20 cm lang und sind im Querschnitt fast rund. Die Hörner der Böcke sind jedoch mächtig. Sie werden bis zu einem Meter lang und haben einen fast dreieckigen Querschnitt. Typisch besonders für die Hörner der Böcke sind die Hornwülste. Das sind jedoch reine Schmuckwülste, keine Jahresringe. An ihnen lässt sich also das Alter von Böcken nicht abzählen. Auch beim Steinwild wachsen die Hörner am stärksten in den ersten 5 Jahren. Das Sommerhaar ist rötlich fahl, das von langen Deckhaaren geschützte und sehr dichte Winterkleid ist im Allgemeinen graubraun. Nur bei älteren Böcken kann es kastanienbraun bis schwarzbraun werden. Wenn nicht gerade Brunftzeit ist, lebt das Steinwild nach Geschlechtern getrennt. Die Geißen bilden zusammen mit dem Jungwildrudel und auch die Böcke finden sich zu Rudeln zusammen. Die jungen Böcke und Geißen
werden zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr geschlechtsreif. Zur Brunft, die im Dezember und Januar stattfindet, lösen sich die Rudel der männlichen Tiere auf und die Böcke erscheinen bei den Rudeln der Geißen, von denen aber wie beim Gamswild nicht alle in jedem Jahr beschlagen werden. Die Tragzeit dauert rund 22 Wochen, sodass die Steingeiß ihr Kitz im Juni setzt. Fast immer nur eins, Zwillingsgeburten sind außerordentlich selten. Mufflons sind Europas einzige Wildschafe. Alle Bestände in Deutschland, die auf zurzeit etwa 20.000 Stück geschätzt werden, gehen zurück auf die Aussetzungen freilebender Wildschafe von Korsika und Sardinien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Muffelwild ist die kleinste Schalenwildart in Deutschland. Muffelwidder fallen vor allem durch ihren prächtigen Hauptschmuck auf. Die stark nach hinten unten gebogenen Schnecken können bis zu 80 cm lang werden. Bemerkenswert daran sind vor allem die Schmuckwülste, die aber wie beim Steinbock keine Jahresringe sind. Schon im Alter von 3 bis 4 Monaten schieben Widderlämmer, also die männlichen Jungtiere, Stirnzapfen mit kleinen Hornspitzen. Darüber entwickeln sich dann die Schnecken. Die Schafe sind im Gegensatz zu Gams und Steinwild fast immer hornlos. Allenfalls tragen sie kurze Stümpfe. Die Widder sehen am eindrucksvollsten in ihrer Winterdecke aus. Braun bis schwarzbraun mit dem deutlich abstechenden hellen Sattelfleck und hellem Spiegel, wie man das Hinterteil nennt. Die Läufe sind zwischen der Schale und dem ersten Gelenk bräunlich-weiß. Das Sommerhaar des Widders ist deutlich rotbraun. Obwohl es nicht mehr so dunkel ist wie im Winter, bleiben die hellen Abzeichen auch beim Sommerhaar erhalten. Den weiblichen Tieren fehlt der helle Sattelfleck. Überhaupt sind die Schafe schlichter gefärbt als die Böcke. Im Winter graubraun, im Sommer gelblichbraun.
Dass das Muffelwild überhaupt ein relativ einheitliches Erscheinungsbild zeigt, ist erstaunlich. Denn im Zuge seiner Einbürgerung kam es in verschiedenen Ländern zu Einkreuzungen von Hausschafen, zum Beispiel mit den hier eingeblendeten Heidschnucken oder mit Sackelschafen. Genau genommen findet man deshalb heute kaum noch wirklich reinblütiges Muffelwild. Muffelwild hält sich vorwiegend auf Blößen oder Lichtungen im Wald auf, wo es bei Gefahr schnell Deckung in Laubholz- oder Nadelholzdeckungen finden kann. Schafe und Lämmer leben gesellig in Rudeln, die erwachsenen Widder streifen in kleinen Trupps durch die Wälder. Dabei äsen sie Gras und Kräuter, verbeißen aber auch Gehölze und suchen hin und wieder Felder und Wiesen heim, sodass es nicht ganz ohne Wildschäden abgeht. Zur Brunft im November und Dezember stoßen die Widder wieder zu den Muffelschafen. Sie sind dann streitlustig und tragen harte Kämpfe aus. Die Tragzeit ist mit 21 Wochen relativ kurz, sodass der Nachwuchs schon Ende April, Anfang Mai geboren wird. Die Muttertiere setzen gewöhnlich ein Lamm. Zwillinge sind auch beim Muffelwild selten. Die Lämmer folgen den Müttern schon kurz nach der Geburt. Gamswild, Steinwild und Muffelwild. Drei Wildarten, ohne die unsere Reviere in den Alpenregionen und, was die Mufflons anbelangt, im Flachland ärmer wären.